Hallo, guten Morgen, meine Lieben. So, ja, heute Nacht habe ich schon wieder nicht geschlafen, aber dafür gestern ein bisschen am Tag. Ne? Ich weiß auch nicht, was das ist. Man sagt diesem Mond ja nach Wolfsmond. Ne? Ja, scheinbar strahlt er ein bisschen stärker und strahlt auch noch ein bisschen auf die Karten. Ne? So, ich habe mal zwei Zigeunerkarten ausgelegt. Da fehlt zuerst die Sehnsucht. Ne? Also es kann sein, dass du in einer Krise bist vor dem Neuanfang, ne? Der wohl noch so von einem Geheimnis umgeben ist. Ne? Ja, bist auch im Moment passiv. Ne? Ja, vielleicht geht es dir ja auch nicht so gut. Ne? Ja, solltest du zum Arzt gehen, dann hol dir eventuell mal noch von zweiter oder dritte Ärzte Meinungen. Ne? Überprüf mal deine Wünsche. Überdenke deine Situation und Pläne, warte ab, bleib gelassen und lass dich zu nichts drängen. Ne? Ja. Guck ich mal genau. Ja, da hole ich mal das Buch zur Hilfe. Ja, mit dieser Karte müssen wir uns wohl abfinden, dass die Dinge noch von einem Geheimnis umgeben sind, die Zukunft. Ne? Wir müssen warten, bis sich die Richtung klarer abzeichnet. Ja. Kann sein, dass du dich im Moment ein bisschen leer fühlst, ne? Ja? Du sollst Transformationsprozesse freiwillig zulassen. Ja, im Moment leben wir in einer karmisch geprägten Zeit, ne? In dem, wo wir ausharren müssen, bis sich nach dem kosmischen Plan die Tür des Neuen von allein öffnet, ne? Also kannst du im Moment nichts tun. Jetzt gucken wir mal bei der Witwe. Ja, ich kann mir ja nicht alle Karten merken, ne? Das ist eine Personenkarte, kann für dich stehen, ne? Ja, du sollst dich abgrenzen. Deine Erfahrungen verarbeiten, ne? Fühlst dich vielleicht auch allein, ne? Ja, grenz dich ab, denk nach, was du vom Leben erwartest und nimm mehr Rücksicht auf dich selbst und guck, dass deine Kräfte wieder regenerieren, ne? Ja. Vielleicht kennst du aber auch so eine Frau, der wo es so geht, ne? Ja. Ja, also die schwarze Kleidung ist ein Hinweis auf gereifte Lebenserfahrung, ne? Ja, genau. So, das wäre mal diese Karte. Jetzt hole ich mal die anderen. Also, da hole ich die Secret Key 2 von der Nadine Breitenstein, die Lena Moore. Von der Angelina Schulze und von der Doreen Vertue, Meerjungfrauen und Delfine. So, ich guck mal. Also mir geht es immer noch nicht so gut. Deswegen weiß ich nicht, wie lange ich jetzt gerade schaffe. Ne? Guck mal. Jetzt mal richtig hinsetzen da. Ich habe auch so einen unbequemen Stuhl. Im Namen Gottes. Wie geht's weiter für Seelenkollektiv? Ja, hier wird eine Sache zu Ende gebracht, damit du wieder nach vorne schauen kannst auf die neuen Möglichkeiten. Ne? Vielleicht bist du aber auch gerade im Stillstand. Wie ich, kränklich, müde, schlapp, lustlos. Ne? Ja, kannst vielleicht mal ein bisschen mehr schlafen. Bist in einer Zwangspause. Ne? Steht aber auch für Beendigungen. Ne? Dass du von irgendetwas Abschied nimmst. Ne? Das können auch deine Sehnsüchte sein. Ne? Ja. Aber es wird alles gut. Du kriegst Klarheit über deine Situation. Du gehst in die Erfüllung. Ja, wirst mehrere Möglichkeiten bekommen und bist beschützt von der geistigen Welt. Ne? Hier wird was verankert, etwas sicher gemacht. Ne? Ja, pass auf, dass du nicht von schlechten Situationen da so oder schlechten Beziehungen da so klammerst. Ne? Dass du da nicht loslassen kannst. Etwas, was dich einengt. Ne? Weil du gehst nämlich jetzt in eine positive Veränderung. Ja? Da habe ich die Störche. Da kriegst du neue Möglichkeiten und das Ganze wird auch wieder flexibler. Ne? Für die einen oder anderen kann das bedeuten, dass sie umziehen. Ne? Ja, jemand aus der Vergangenheit kommt zurück. Ja, oder etwas aus der Vergangenheit.
Hier dreht sich aber auch um Machtkämpfe, wo sich jemand mit dir abhält, ne? Wo du anderen musst die Krallen zeigen. Also du sollst Kraft, Stärke und Mut beweisen, ne? So, wie geht es weiter, liebe geistige Welt? Ja, der Seelenpartner wartet auf dich. Es kommt zu einer Veränderung, wo du deinen Seelenpartner kennenlernst, ne? Zu tiefen seelischen Berührungen etwas fließt. Ja, und weil du eine sehr empfindliche Seele hast, sollst du natürlich auch auf deine Seele achten. Aber es ist auch die Geldkarte, ne? Ja, guck, dass du Rückzugsmöglichkeiten hast, Grenzen setzt, ne? Hier hast du es mit jemandem zu tun, der wo Grenzen überschreitet, ne? Ja. Zeig da gesunden Egoismus, ne? Hier kann es auch zur Trennung kommen, ne? Ja, du bist aber mit deinen sehnsüchtigen Wünschen und Träumen bereits auf dem Weg, ne? Hast viele Visionen und Wünsche, kannst nur im Moment halt nichts umsetzen, ne? Ja. Hier wird etwas spontan gekürzt, etwas losgelassen, wahrscheinlich etwas Negatives, ne? Ja. Oder du fährst jetzt die Ernte ein, ne? Nein, hinten dran liegt der Fuchs. Etwas Falsches wird abgeschnitten, ne? Etwas Falsches, etwas Verlogenes wird abgeschnitten, wird gekürzt, ne? Ja, wird losgelassen. Damit du halt eben in die positive Veränderung gehen kannst, ne? Und deine Ernte einfahren kannst. Ich habe ein bisschen Probleme auch mit meinem Kreuz, meine Liebe, ne? Und da zieht schon mal alles zusammen, wenn ich hier sitze. Hm. So, da gucke ich mal die nächste Karte. Wie geht's denn weiter? Ja, wird man ganz schwindlig, wenn man nicht richtig Luft kriegt. Also, hier wird etwas Falsches abgeschnitten. Ne? Da kommt es zu einem Ende. Etwas, was sehr hinterhältig ist. Ne? Ja, und dir natürlich auch schadet. Im Namen Gottes. Ja. Hier geht es um die Blockadenauflösung. Du sollst Ritualarbeit machen, vielleicht Strichmännchen-Technik. Kannst du dich mal in YouTube informieren. Du kriegst von der geistigen Welt Energie geschickt. Ne? Nutze die Macht der Worte. Ich bin gesund, ich bin ein Wesen, das Liebe und Fülle anzieht. Ne? Vielleicht nutzt du vielleicht auch mal ein bisschen die Kristallenergie, ne? Dass du vielleicht dich mal informierst über Steine. Ne? Hier haben wir das Biest. Du hast es mit jemandem, du kriegst es eventuell, weil es unter dem Seelenpartner, mit jemandem zu tun, wo eventuell nicht deinem Beuteschema entspricht. Das könnte der Seelenpartner sein. Diese Person ist selbstlos, hat ein starkes Herz, eine harte Schale, aber weichen Kern, steckt zugunsten anderer zurück und erträgt Leid. Ne? Ja? Ja. Und dann habe ich die Jokerkarte. Eine Überraschung wird kommen. Irgendeinen Trumpf hältst du in der Hand, ne? Irgendetwas kommt auch, womit keiner mehr gerechnet hat. Vielleicht bist du in einer schlechten Situation und hast nicht damit gerechnet, da wieder rauszukommen, ne? Also du wirst erstaunt sein, das wird kommen. Außerdem hast du aufgestaute Wut, wahrscheinlich auf dieses Falsche, ne? Oder auf jemand Falschen in deinem Umfeld, ne? Da kam es zur Übersäuerung deines Körpers, ne? Ja, da hast du so Muskel- und Gelenkschmerzen. Ich habe alles verzerrt hinten, ne? Geht es denn weiter, liebe geistige Welt? Das Ansch. Ja, wahrscheinlich hast du schon viele Inkarnationen hinter dir, ne? Ja, du wirst beschützt. Das ist das Schutzsymbol der Ägypter, ne? Du bist eine alte Seele. Oder kriegst es auch mit jemandem zu tun, als Seelenpartner, wo wie du auch eine alte Seele ist, ne? Weil du gehst nämlich jetzt in deine Lebensfreude, in die Leichtigkeit, in dein Glück. Heraus aus diesem Falschen, aus diesem Schlechten, ne? Da kommt eine positive Wende, ne? Ja, auch ein finanzieller Aufschwung, ne? Die Fische stehen ja auch für Geld, ne? Vielleicht machst du einen Geldgewinn, wirst vielleicht befördert oder eine geniale Idee
könnte es sich auszahlen. Geht es denn weiter, liebe geistige Welt? Also wenn der Seelenpartner kommt, jemand kommt, wo Liebe ist und alles und nicht eurem Beuteschema entspricht, nicht die Tür vor der Nase zu schlagen, ne? Sonst läuft er an eurem Glück vorbei. Ja, zeig auch dein wahres Ich, lass die Maske fallen, ne? Stell dich deinen Ängsten, öffne deine Seele und trag dein Herz mal auf der Zunge. Ja, schwarzmagische Angriffe haben wir wieder. Also du bist von jemandem umgeben, ja, Eingriff in den freien Willen, der wohl Zwang auf dich ausübt, ne? Wo es Machtkämpfe gibt. Also diese Puppe, die sieht schon sehr unschön aus, ne? Ja, da musst du dich versuchen zu schützen, ne? Ja, pfleg dich mal. Die adrette Frau, achte ein bisschen auf deinen Körper, ne? Dass du gesund lebst. Hm? Ja. Schutzsymbol haben wir hier wieder, die Triskele. Schutzsymbol der Kelten und der nordischen Mythologie. Mhm. Also du bist beschützt. Hier wächst auch was und gedeiht was. Du hast aussichtsreiche Pläne. Ein guter Nährboden, ne? Du hast was geschaffen, da kommt auch die Belohnung, ne? Egal wie es dir im Moment geht, dir kommt ein glücklicher Zufall zur Hilfe. Etwas findest du, wonach du nicht gesucht hast. Den Seelenpartner, Menschen, die wohl dir helfen, ne? Das kann alles Mögliche sein. Es kommt zur Schicksalsfügung, das hatten wir ja schon oben in den Karten. Dass wir im Moment eine karmisch geprägte Zeit haben, ne? Da bist du aber scheinbar zur rechten Zeit am rechten Ort, ne? Ja? Ja, guck, dass du nicht haben willst, was du nicht brauchst, ne? Erkenne, was wichtig ist im Leben. So, noch eine Karte, liebe geistige Welt. Kamin. Jo, zieh dich mal zurück, geh mal in die Geborgenheit, nimm dir Zeit für dich, Ruhe, Sinnlichkeit, etwas, was deiner Seele gut tut, ne? Seelenbalsam, hm? Ja, weil es kommt nämlich zum Aufstieg, ne? Du steigst aus einer Thematik aus, die wo für dich nicht gesund war, ne? Ja. Hast aber die Wahl. Du triffst eine Entscheidung. Das lege ich hier drunter. Ja, du hast hier auch Neider und Hasser. Stalker, Nachahmer. Jemand möchte so sein wie du. Ne? So, noch eine Karte und dann hole ich die nächste. Ja, du bist auch erschöpft. Ja, dann geht's dir wie mir, ne? Also du musst mal kurzfristig auf Pause erlegen. Du fühlst dich krank, ne? Oder wirst krank und denkst halt eben nach, ne? Ja, für irgendjemanden bist du auch die zweite Wahl. Ja, du wirst nur benutzt, sollst immer parat stehen, wirst nicht ernst genommen, ne? Ja, genau. So, da hole ich mal die nächsten Karten. Gucken wir mal, wie geht's denn weiter? Also alles weist auf eine positive Veränderung hin, ne? Dass da Dinge kommen, die wo dir helfen. Aber du wirst auch der Neider und Hasser schwarzmagisch angegriffen, ne? Ja. Im Namen Gottes geht's weiter, liebe geistige Welt. Ja, du musst dich erholen, du hast hart gearbeitet, ne? Ruh dich mal aus, halte mal öfter ein Schläfchen. Bei irgendetwas sollst du auch eine Entscheidung treffen in deiner Situation. Da fühlst du dich aber unentschlossen, ne? Höre da auf deine Intuition und auf dein Bauchgefühl, ne? Ja, und lass alte Schuldgefühle los. Geh in die Selbstvergebung, ne? Vielleicht hast du irgendetwas gemacht, hast dich mit Falschem eingelassen und alles, ne? Ja, und bereust das jetzt halt eben, hast Schuldgefühle deswegen, ne? Ja, erinnere dich daran, dass du ein vollkommenes Kind Gottes bist und vergib dir selbst. Und bleib optimistisch. Deine Träume werden wahr. Steig jetzt nicht aus, wenn das Wunder kurz bevorsteht. Scheinbar hilft dir jetzt die geistige Welt, ne? Ja, hier habe ich wieder die Ruhekarte, ne? Sollst dich ausruhen, ne? Entspannen, still werden.
dein Alleinsein genießen und dich mal verwöhnen. Ja, vielleicht machst du dir Gedanken darum, ob du beschützt bist. Also der Himmel schützt dich, deine Lieben und auch dein Eigentum. Ne? Ja, du sollst dich auch jetzt vollkommen deinen Herzenswünschen widmen. Ne? Auch geistig und so. Da ist jetzt der perfekte Augenblick. Ne? Furchtbar, wenn man keine Luft kriegt. Moment. So, was haben wir hier noch? Große Träume. Du sollst dich auch nicht klein denken. Stell dir vor, wie erfolgreich du bist und dann wirst du es sein. Ne? Es ist jetzt auch Zeit, das alte Abgetragene loszulassen, ne? Damit Raum für Neues entstehen kann. Ne? Du willst ja eine Seelenpartnerbeziehung, falls du sie noch nicht gefunden hast. Ne? Das erwartet dich jetzt auch. Ne? Eine neue Liebesbeziehung, die wo eine spirituelle Grundlage hat, damit und auch finanziell kommt eine unerwartete neue Fülle in dein Leben. Ne? So, das wären mal die Karten. Jetzt habe ich schon wieder die Tagesimpulse vergessen. Moment, ich gehe die holen. Was man nicht im Kopf hat, das muss man in den Beinen haben. Ne? Ich bin heute auch ein bisschen schwindlig, vergesse ich alles. Ja. So. Wenn du dich von einer Bemerkung verletzt fühlst, dann nimm diese günstige Gelegenheit, wahr nachzuforschen, warum du an dieser Stelle einen wunden Punkt hast. Ne? Unsere toxischen Gesellen, die pieksen ja gerne in unseren wunden Punkten rum. Ne? Liebe kann sich dann nämlich in Hass verwandeln, ne? Wenn der Zweck der Beziehung nur darin besteht, ne, dass einer den anderen seelisch oder so über Wasser hält, ne, oder sich nur alles gefallen lässt, ne, ja, das sollst du natürlich nicht tun, ne, das soll immer geben und nehmen im Gleichgewicht sein. Du kannst auch was erreichen, weil du glaubst, dass du es erreichen kannst. Einstellung ist alles, alles andere ist unwichtig. Und verbann den Satz, ich kann nicht aus deinem Wortschatz. Wer ich kann nicht sagt, der setzt sich halt eben selbst Grenzen, ne? Ja. Und erinnere dich mal heute ganz bewusst an was Schönes aus der Vergangenheit. Das hatten wir ja gestern, ne? Schließ die Augen und erinnere dich an die Einzelheiten, ne? So, noch ein Spruch. Mach mal eine Bestandsaufnahme. Wo stehst du zurzeit in deinem Leben? Prüfe jeden Aspekt. Deine Gesundheit, deine Partnerschaft, deinen Arbeitsplatz, Finanzen, Zukunft. Und da kannst du gucken, wo du was verbessern kannst. Ne? Warte auch nicht darauf, dass sich die Außenwelt verändert, denn dann kannst du lange warten. Ne? Tu lieber selbst was, um deine Umstände zu verändern. Ne? So, das wären die heutigen Karten. Hm? Ich hole mal hier noch eine, habe ich den Eindruck. Ja? Geh wieder in die Leichtigkeit, befreie dich vom Ballast. Ne? Kann nämlich sein, dass du wegen diesem Ballast und wegen Problemen Magen und Darm oder Hautproblemen oder so irgend sowas hast. Ne? Achte mal auf deine Träume, weil das sind Wahrträume. Du kriegst Antworten im Schlaf von der geistigen Welt. Ne? Ja, vielleicht träumst du aber auch von deinem Seelenpartner. Ne? So, das wär's mal für heute von mir. Ich freue mich natürlich wie immer über ein Like oder einen Kommentar oder wenn ihr meinen Kanal abonniert, Glocke aktiviert, damit ihr auch kein Video von mir verpasst. Hm? Ja, und dann kriegt ihr auch immer angezeigt, wann die hochgeladen sind. Ja, und ich würde mich auch freuen, wenn ihr das Ganze ein bisschen teilt, dass ich ein bisschen größere Reichweite bekomme, ne? Und mit jedem gefällt mir. Wird das Video auch weiter angezeigt. Ne? Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Wenn ihr krank seid, wünsche ich euch, dass ihr gesund werdet. Ne? Oder wenn ihr gesund seid, dass ihr gesund bleibt. Ne? Also alles wird gut. Ne? Also wir gehen in eine positive Veränderung. Ne? Wir haben im Moment eine sehr schicksalshafte Zeit. Und dann sollen wir ja ein bisschen abwarten, bis sich alles zu dem fügt, was kommen soll. Ne? Du sollst ja erblühen, du bist beschützt von der geistigen Welt, geh in die Selbstliebe
kümmere dich um dich, ne? Falls es dir nicht gut geht, ne? Ja, und die Liebe wartet auch auf dich, die Seelenpartner, ne? Und die Delfine stehen natürlich auch für Freude und Spaß, ne? So, das wär's mal von mir. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen weiterhelfen. Die Karten sind eigentlich sehr positiv, ne? Dann danke ich euch mal fürs Zuhören. Tschüss!